Frau Clemens, an jenem Morgen, worum ging es denn in dem Gespräch mit Sophie? Gespräche mit meinen Schülerinnen sind selbstverständlich streng vertraulich. Es ging um ihren Sohn. Trotzdem bin ich nicht gewillt, Einzelheiten. Es gibt eine ganze Liste von Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen. Woher nehmen Sie das? Wollen Sie mir etwa erzählen, es gebe darüber eine Akte? Nein, denn glücklicherweise wurden ja alle Verfahren eingestellt. Und? Ich frage mich, wie es wohl ist, damit leben zu müssen, dass Ihr eigener Sohn ein Gewaltverbrecher ist. Michael ist ein guter Junge. Meine Güte, niemand erwartet das in einer Familie immer. In den letzten 6 Jahren waren Sie und Ihre Tochter insgesamt 16 Mal im Krankenhaus. Angeblich alles Unfälle im Haushalt. Was wollen Sie denn damit andeuten? Und vor allen Dingen, was hat das jetzt mit Ihrem Fall zu tun? Nun, Sie kannten die Gefahr, die von Ihrem Sohn ausgeht, ganz genau. Sie haben sie schließlich am eigenen Leibe verspüren müssen. Und Sie haben sie alle bestochen. Nur Sophie. Sie lehnte ab. Und diese Situation war vollkommen neu für Sie, nicht wahr? Wie viele Opfer haben Sie denn bestochen? Wir wissen von mindestens 3. Clara Gerhardt, Kieferbruch, ausgekugelter Arm. In beiden Fällen hat sie darauf bestanden, dass es sich hierbei um Unfälle handelt. Doreen Müller. Nun sehen Sie verdammt nochmal hin, mein Gott. 17 Jahre. Insgesamt 3 Krankenhausaufenthalte, wobei er das letzte Mal der Arm sogar noch im Krankenbett ausgekugelt wurde. Natürlich keine Anzeige. Das sind alles Freundinnen Ihres Sohnes. Also ich sehe da ein gewisses Muster, Sie nicht? Michael ist kein Verbrecher. Sie versuchen ihn jetzt dazu zu machen und das lasse ich nicht zu. Nun machen Sie verdammt nochmal die Augen auf oder ich lese Ihnen Ihre eigene Krankenakte auch noch vor. Wenn Sie Ihren Sohn nicht die ganze Zeit geschützt hätten, dann wäre diesen armen Kindern wahrscheinlich nichts passiert. Wissen Sie, das höre ich mir nicht länger an. Wollten Sie, dass das ewig so weitergeht? Die Opfer bestechen, damit sie schweigen. Meine Güte, Sie haben Geld bezahlt, um die Arbeit... Und Sie haben es alle genommen. Alle. Alle haben das Geld genommen. Diesen Frauen ging es doch niemals um Michael. Das heißt, Sie wussten durchaus über die Gewaltbereitschaft Ihres Sohnes Bescheid. Eine Familie muss doch zusammenhalten. Es ist mir völlig gleichgültig, ob Sie das nachvollziehen können oder nicht, aber ich weiß, dass ich immer das Richtige getan habe. Natürlich, ich habe auf ihn eingeredet. Ich habe ihn bekniet. Und Sie haben alle Opfer bestochen. Nur Sophie wollte sich von ihrem Geld nicht abspeisen lassen, nicht wahr? Und das setzte sie mächtig unter Druck. Ja, sie wollte mich erpressen! Frau Clemens, was geschah wirklich an jenem Morgen? Es war kein Unfall, so viel wissen wir. Sie sind ihr gefolgt, nicht wahr? Weil sie Angst bekamen. Lassen Sie mich raten. Sie tragen Schuhgröße 36? Es sind nämlich Ihre Schuhabdrücke am Unfallort, nicht die von Sophie. Sie waren auch dort. Meine Güte, Sie hätten alles getan, um Ihren Sohn zu schützen. Nur diesmal geriet es außer Kontrolle, nicht wahr? Und so würde Sophie zu ihrem Opfer. Sie ist kein Opfer! Es gibt einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sophie aus ihrem Direktorat herausgerannt ist. Wer sollte denn das bitte schön gewesen sein? Ein junger, völlig verängstigter Schüler hat sie gesehen. Sie sind ihr gefolgt, nicht wahr? Sie bekamen sie tatsächlich zu fassen an jener Treppe. Sie verlor das Gleichgewicht, aber sie hielten sie ja fest, als sie über den Stufen hing. Dann erkannten sie es. Sie hatten es buchstäblich in der Hand. Sie sahen ihr in die Augen und haben losgelassen. Nein, nein, sie riss sich los. Gestolpert ist sie und hingefallen. Ich musste es mit ansehen, wie sie hingefallen ist. Es war ein Unfall und das kann ich auch so aussagen.
Frau Clemens, ich verhafte Sie wegen Mordes an Sophie Bachmann.